Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von Horizon Forbidden West. Ja, im letzten Part hatten wir ja noch einige Beuteverträge bzw. ja, Verträge an sich abgeschlossen von dem Beuteunternehmer Danur. Und wie sich herausgestellt hat, waren das die letzten Beuteverträge, die man zumindest jetzt, ja, also Stand jetzt gemacht hat. Also auch im Menü sind jetzt alle Fragezeichen weg. Alle sind so Sprechblasen, dass man da halt nochmal die Verträge sich hätte durchlesen können. Also im Notizbuch in unserem Menü. Und ja, wir haben diese schicke Rüstung hier als Preis bekommen, weil Kerov wollte in erster Linie die Rüstung oder die Rüstungen oder Rüstungen für sich selbst haben, weil es ja alles von verschiedenen Beuteunternehmern war. Und dann haben sich die Beuteunternehmer mit Aloys Hilfe natürlich dazu entschieden, die Sachen doch ganz einfach zu kombinieren. Und daraus ist dann diese vollständige und nahezu fast perfekte Rüstung aus deren Sicht geworden. Und ja, die beste Rüstung im verbotenen Westen, wie die alle so schön genannt haben. Damit haben wir, glaube ich, die komplette Questreihe abgeschlossen. Ich habe es mir aber jetzt zur Aufgabe gemacht, mit Talana mich zu treffen, um Amadis wieder auf die Spur zu kommen. Und ich habe mich hier schon zum Lagerfeuer teleportiert, ja, damit wir ein bisschen Weg gespart haben. Ihr seht es auch, die ganze Zeit fliegt hier schon diese Drohne rum, die haben wir aber schon gesammelt. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Ich habe es ja euch im letzten Part schon gesagt. Ich hoffe, ja, dass es keine kurze Mission mit Talana wird, sondern wirklich mal was, dass wir mit ihr dann wieder unterwegs sein können. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Scheint auch hier eine neue Siedlung zu sein. Waren wir auch noch nicht, ja, bin ich noch nicht reingegangen. Bin ich auch sehr gespannt, wer hier denn zu Hause ist. Ich habe ja die leise Ahnung, dass es vielleicht der Tiefland-Clan sein könnte. Aber es könnte natürlich auch eine andere Fraktion sein. So, da ist Talana auf jeden Fall. Reden wir doch einfach mal mit ihr und schauen mal, was sie jetzt so vorhat. Dornmarsch. Welch ein Anblick, oder? Hätte nie gedacht, einmal so tief in Tenakt-Gebiet zu kommen. Hattest du unterwegs Ärger? Hab versucht, nicht aufzufallen. Ein paar Mal musste ich wegen Tenakt-Patrouillen im Sumpf untertauchen. Aber jetzt bin ich hier. Raus damit. Wer ist Amadis wirklich? Wie schon gesagt, er half mir, eine Jägerkillermaschine in der Wildnis zu erledigen. Erst dachte er, ich wäre bloß eine Jägerin der Loge, die die größten Maschinentrophäen erlegen will. Und ich dachte, er wäre nur ein mürrischer Eremit aus den Wäldern. Doch dann vertraute er mir die Wahrheit an. Erzählte, wie er in den roten Raubzügen alles verlor. Diese Seite von ihm zu sehen, ich weiß nicht, änderte alles. Du liebst ihn, oder? Kann schon sein, ja. Warum habt ihr euch dann getrennt? Er erzählte, dass er seine Frau nicht schützen konnte. Und ich sagte ihm, wie ich den Tod meines Vaters und Bruders akzeptiert hatte. Ihm wurde klar, dass er das auch machen musste. Allein. Moment. Als wir das Schlachtfeld der roten Raubzüge absuchten, sagtest du, er hätte jemand Geliebten verloren. Ich dachte, du meintest einen Soldaten. Das war sie. Frauen dürfen nicht in der Armee der Kaja dienen. Daher hatte Nessa sich verkleidet. Amadis warte ihr Geheimnis. Als er nach Westen aufbrach, versprach er mir zu schreiben, dass es ihm gut geht. Doch dieser Brief kam nie an. Also wolltest du ihn finden. Und wenn wir das tun, habe ich ihm nach dieser Schnitzeljagd ein paar Wörtchen zu sagen. Tja, zumindest verstehe ich jetzt mehr. Amadis dachte, Nessa starb auf dem Schlachtfeld. Als er erfuhr, dass die Tenakt Gefangene nach Westen brachten, ging er weiter. Wir müssen wohl diesen Kerker finden. Die Fäulnis. Ich habe mich währenddessen umgesehen. Ich weiß vielleicht einen Weg. Dann mal los. Okay, also Amadis ist der Mann. Glaubst du, Nessa könnte noch leben? Ich bezweifle es. Kaja-Gefangene aus den roten Raubzügen sind mittlerweile wohl tot oder wieder zu Hause. Was sucht Amadis dann? Ich denke, er braucht Gewissheit. Gewissheit?
Ja, einen neuen Nahkampfplatz haben wir auch. Aber wir kümmern uns jetzt gerade mal hier um Talana. Oh, das sieht nach Fallen aus. Hier sind so Container überall. Also irgendeiner muss die Fallen ja aufgestellt haben. Warte mal. So. Talana, Vorsicht, Falle. Hier drüben, du brennender Schrotthaufen. Das ist er. Die Feuerklaue ist hinter ihm her. Allein hat er keine Chance. Na los! Hab ich was? Talana? Wir geben dir Deckung. Ganz locker bleiben, Kollege. Boah. Ich sehe schon, wir müssen ihn irgendwo hinjagen, dass der da wieder reinläuft. Ja, was hat der denn für eine Reichweite? Feuerklaue ist schon echt krass. Muss man ehrlich sagen. Hä? Jetzt ist eine komplette Bodenplatte rausgerissen, oder was? Das hat gesessen, ey. Da, der reißt so eine komplette Bodenplatte raus. Ey, der Vater. Warte, du sollst hier reinlaufen. Blöd, Mann. Warte mal. Können wir eigentlich jetzt fertig machen? Ja, oder auch nicht. Komm, lauf bitte in die Elektro-Dinger. Lock sie in die Falle! Treff ihn nicht. Die Klappen sind zu stark. Jetzt war ich eine Schockwelle. Boah, die macht nicht so viel Schaden. Oh oh. Nochmal Schockwelle. Yes. Puh. Wie viele Fallen hat der denn bitte gelegt hier? Oh, der hat da hinten noch so Plasmafallen. Warte mal. Will ich auch noch haben. Können wir gleich quatschen. Ich will erstmal die Plasmafallen haben. Ne? Ja, gar nicht im Inventar, glaube ich.
Alter, mega. Yes. So. Hier Stolperdrähte, fortgeschrittene Vertikale. Noch so hier. Schnee ändern. Oh, guck mal. Da ist noch was. Guck mal, Säure haben wir gar nicht, ne? Machen wir mal hier. Säure, fortgeschrittene Säure. Elite. Das andere kann eigentlich so bleiben. Die braucht man eigentlich nicht mehr, ne? Genau, haben wir die beste Version davon, beste Version davon. Zack. Bin gleich fertig. So. Und weil es so schön ist, können wir dann hier noch so einen vertikalen reinknallen, glaube ich. Ja. Wir haben nur Vertikalen, okay. Egal. Machen wir so. Dann kommen wir besser an die anderen Sachen dran. Guti. Perfekt. Nur ein paar Fallen hier einsammeln. Aber macht er sehr gut. Amadis hat da echt viele Fallen hier gelegt. Wir können nicht so viele Fallen legen. Oh. Nehmen wir die noch mit und die da hinten noch und dann können wir auch mit denen quatschen. Diese Feuerklauen, die sind schon echt krass. Jägerpfeile. Dankeschön. Bestimmt einer von euch hingeworfen, ne? So, Amadis. Talana, ich... Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Osaram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis. Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie siecht im Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen.
Nessa? Talana erzählte mir von dir und Nessa in den roten Raubzügen. Du hast ihr Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Speerdivision. Wir sollten durch den Tunnel im Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und ihr kamt euch näher? Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige zu schützen. Es war, als wären wir die Einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Okay. Was war denn der Kampf? Was geschah in der Schlacht der brennenden Blüten? Wir hatten Informationen, dass die Tenak-Truppen größer waren als erwartet. Ich wollte den Kommandanten überzeugen, den Angriff zu stoppen. Aber er war ein Trunkenbold. Als ich drohte, seine Inkompetenz dem Kaja-Oberkommando zu melden, ging er mit dem Messer auf mich los. Also tötete ich ihn. Es war Notwehr. Und trotzdem ein Mord. Ich wurde verurteilt. Aber ich dachte, irgendwie könnte ich Nessa retten. Doch es war zu spät. Als ich zum Schlachtfeld kam, brannten die Felder schon. Unsere Soldaten getötet, vermisst. Außerdem war der von mir getötete Hauptmann ein mächtiger Adliger. Es gab ein Kopfgeld auf mich. Seitdem bin ich auf der Flucht. Die Raubzüge sind längst vorbei. Awad würde dich begnadigen, wenn... Der Sonnenkönig kann mir nicht helfen. Ein Straferlass von Awad hält Kopfgeldjäger, die ihr Preisgeld wollen, nicht auf. Was ist denn mit dir und Talana? Also, du und Talana... klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt in der Wildnis. Krallenschreiter, ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper... Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Eremit in den Wäldern? Tja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hier bleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszureden. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Ja, wir kommen auch mit. Denn wir sind den ganzen Weg. Aber wir müssen im Wald bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Okay. Wie hast du es gefunden? Ich habe eine Tenak-Patrouille aus einem Nachbardorf belauscht. Danach war es ganz einfach. Was hättest du getan, wenn wir nicht gekommen wären? Es alleine gestürmt? Ich muss nur eine Wache befragen. Ich wollte mir einen schnappen, wenn er alleine ist. Tja, jetzt hast du uns. Wir kommen näher. Nur noch ein Stück. Komplettes Lager, oder was? Da ist es. Die Fäulnis. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tenakt. Sie haben das Gefängnis übernommen. Dann haben sie bestimmt alle Wachen getötet. Sie waren meine letzte Hoffnung, Nessa dort zu finden. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Na dann los. Ein Funke Hoffnung ist besser als nichts. Suchen wir einen anderen Weg hinein. Das Fronttor sieht uneinnehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Ich schau mal an den Seiten nach. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein. Gucken wir uns mal genauer um. Okay. Natürlich erstmal abchecken hier, ob irgendwo auch eine Lücke ist, wo man rein kann. Das sieht nach einem Haus aus. Wollen hier rein? Ja. Okay, perfekt. Was macht das Auto im Haus? Voll.
wahrscheinlich alle verrückt geworden und dann im Auto einfach knallhart ins Haus rein. Und das ist die Wasserseite, aber von hier kommen wir nicht rein, ne? Einfach nicht. Vielleicht werden wir einmal drum herum gehen. Die hören uns sprinten, ja, okay. Ah ja. Hier ich kommen muss wir rein. Haupttor und Talana und Amadis reinlassen. So. Da sind Gefangene. Augen und Ohren auf, Soldat. Komm her. Eine Elite. Wenn ich das Haus verhindern kann, könnte Alana und Amadis mir helfen, den Rest zu beseitigen. So, kommt direkt der nächste. Jawohl. Voll Stealth hier. Gut, dass wir den Skillbaum da schon lange gelevelt haben. Okay, der wäre der nächste, der angelockt wird. Machen wir das doch einfach mal. Jawohl, der mit dem Schild, mit einem Schlag, weil wir das auch, glaube ich, gelevelt hatten. Mit dem stillen Schlag, dass das mehr Schaden macht und alles. Sehr, sehr gut. So. Mal genau gucken. Der hört das, die anderen nicht. Das ist gut. Sie sind noch misstrauisch. Brechen wir ab! Die eine soll sich verziehen. Okay, wir haben nichts gefunden. Sehr schön. Nur die eine hat nichts gemerkt, das ist sehr gut. Wer ist da? Tja, wer ist denn da? So, komm mal hier rein. Kannst du noch? Noch ein Stück? Ich dachte echt, dass da was war. Ich lag wohl falsch. Nein, du lagst nicht falsch. Dahin. Kann man die nicht zweimal hintereinander hinlocken?
So. Ist auch weg. Jetzt vorsichtig. Genau gucken, wo der Gegner noch ist. So viele dürften es ja jetzt nicht mehr sein. Da hinten ist noch einer, seht ihr? Ah ja. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Eine Regenpause. Gut. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Wegtreten. Ich komme hier schon raus. Lassen wir es gut sein. Muss falscher Alarm gewesen sein. Ich wusste gerade nicht, soll ich zu ihm hin oder nicht? Da war ich auch mal ganz kurz still. Irgendein Zeichen von Hekaros Latein? Okay. Also wie gesagt, da hinten noch einer und da noch einer. Drei Stück. Oder vier. Dann noch eine. Ne, drei. Der könnte uns sehen, ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Was wir natürlich machen könnten, ist eine Falle hinter dem hinstellen. Dem einen reinzwirbeln und wenn er uns hinterher will, dann kriegt er noch eine geschossen. Irgendein Zeichen von Hekaros Lakaien? Okay. Egal, die Falle liegt da erstmal ganz gut. Weil ich mir nicht sicher war, ob wir den klein kriegen, weil der schon fetter aussieht als der andere da mit Schild. Na, macht er nicht. Umso besser. Wo will der hin? Komme! Zack! Nein, das machen wir jetzt noch zu Ende. Das schaffen wir selber. Bei wem willst du Rache nehmen? Irgendwas zu berichten? Ein Drink könnte auch nicht schaden.
Hol die hin. Ah, okay. Aber wenn wir schnell sind, kriegen wir sie noch. Wir sollten die Clan-Grenzen. Jawohl. So, letzter. Können wir uns eigentlich einfach machen. So, einmal den Trank getrunken. Zum Beispiel mal auf der sicheren Seite. So, und dann machen wir den Stein. Wird der angelockt? Nein. Okay, dann locken wir ihn erstmal hier hin. Auch wer ist das? Doch. Na komm. Naja, zumindest habe ich geguckt. Zumindest hast du geguckt. Hey! Geh mal da gucken. Das war alles. Ich sollte das Haus für Talana und Amaris öffnen. So, dann haben wir alle geschafft, ohne groß Alarm zu machen. Und für Talana und Amadis gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. War alles weggenommen. Das kommt. Tut uns leid. Wir wissen ja, wie gerne die kämpfen, beziehungsweise vor allem Talana, die aus der Jägerloge ist. Macht aber nichts. Alles klar. Krebs können wir diesmal aber mitnehmen. Na also. So, machen wir Tor auf. So, rein mit euch. Alles erledigt. Hier ist Schluss für euch, Fremde. Das Ding wird eine Maschine rufen. Ja. Blutschlitzer, natürlich. Der mag Elektro nicht und Eis. Das ist eigentlich sehr gut für unser... anderes Ding hier, ne? Dann könnten wir dem eigentlich so ein paar Sachen mal abhauen. Ne? Warte mal. Dann mit dem Doppelschuss da. Aua. Aua. Mann. Irgendwie müssen wir an den Rang kommen, dass wir den vielleicht mit irgendwas schocken oder so. Okay. So nicht. Gut. Machen wir Schockwelle. Hoffentlich bringt das was. Ja, es bringt was.
Jawoll. Mal eben das schon mal abgehauen. Legten auf. Oh. Das war knapp. Du kommst da gar nicht so schnell weg, ey. Das ist unfassbar. Boah. Wie so ein Langhals, ey. Wie so ein Dinosaurier. Jawohl. Okay, ich glaube, es ist geschafft. Was haben wir denn da? Zielgeschwindigkeit plus 25%. Ja, nice. Würde ich auch direkt mal einsetzen hier. Einen neuen Speer? Stachelwerfer. Verteidiger Stachelwerfer. Einen neuen Stachelwerfer gekriegt? Von wem denn? Hä? Okay. Mit Feuer. Aber wir haben auch schon guten hier mit Plasma. Würde ich erstmal den erstmal so außen vor lassen. Bin ich ganz ehrlich. Der macht schön Abrissschaden. Macht der da eigentlich? Überspannen Schaden. Der legendär, ne? Geben wir dem mal so kritische Trefferchance. Reichschaden. Zielgeschwindigkeit finde ich auch nicht verkehrt. Wobei Zielgeschwindigkeit könnte man eher auf den Jägerbogen packen, ne? Ja, auf den Scharfschussbogen. Ah, seht ihr, dann können wir das halt tauschen. Da halt, dass er schneller ziehen kann. Der kriegt halt mehr Abriss. So, damit sich das auch lohnt. Genau. Der hat jetzt generell schon 25 Zielgeschwindigkeit. Der hat die jetzt damit bekommen. Mit dem sind wir doch schon ultra schnell am Ziehen. Ja. Hilft auf jeden Fall ein bisschen, oder? Merkt man den Unterschied? Ich tue mal die Spule nochmal raus. Naja. Ist jetzt eigentlich egal, wo du den reinpackst, ne? Aber. Egal. Pack mal den einfach mal da rein. So. Ist schon okay. So, Talana.
Die Tür ist zu, aber der letzte Rebell hatte einen Schlüssel. Befreit durch Karja. Wurden wir nicht schon genug gedemütigt? Sie sind nicht schuld, dass ihr in eurem eigenen Kerker gesessen habt. Ich suche Informationen zu einer Karja-Soldatin. Sie könnte vor 5 Jahren hier eingesperrt gewesen sein. Sie hieß Nessa. Die Karja Nessa ist hier gewesen. Ich habe sie getötet. Nessa? Ich komme schon klar. Sichert das Gelände. Du bist es, oder? Nessa, wie... Ich wieso? Bin Ritaka. Um das klarzustellen. Du warst Nessa. Du wurdest während der roten Raubzüge hierher gebracht. Und wurdest eine Tenakt? Die Karja verbieten Frauen, zur Armee zu gehen. Ich habe mich immer verstellt. Mich dafür geschämt, wer ich bin. Doch die Tenakt messen einen Soldaten nur an seiner Entschlossenheit. So nahm ich meinen Platz unter ihnen ein. Ness... Ritaka, ich habe 5 Jahre um dich getrauert. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du lebst? Ich hatte ein neues Leben. Ich wollte nicht zurück. Nicht einmal zu dir, Amadis. Du und Amadis? So wie Amadis über euch gesprochen hat, dachte ich, er bedeutet dir noch was. Das war vor 5 Jahren. Ich habe dich nicht im Stich gelassen. Vor der Schlacht flehte ich Gedir an, den Angriff abzublasen. Doch natürlich hörte er nicht. Schließlich brachte ich ihn um. Er hatte nichts anderes verdient. Ich rannte zum Schlachtfeld und suchte dich. Aber als ich dort eintraf, warst du schon fort. Das wusste ich nicht. Aber selbst wenn, ich trauerte und zog dann weiter. Tenakt werden? Wenn du als Gefangene hierher kamst, wie wurdest du eine Tenakt? Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tenakt mich und die anderen Gefangenen umbringen. Eines Tages stand einer ihrer Soldaten vor meiner Zelle. Er fragte, wieso eine Frau für den verrückten Sonnenkönig kämpfe. Als er sprach, sah ich, dass er einst ein Karja war. Verscharf. Ich hörte, dass er bei der Gesandtschaft fiel. Er verdiente einen besseren Tod. Die anderen Häftlinge verurteilte er zum Tod, doch er überzeugte die Tenakt, mich ums Leben kämpfen zu lassen. Ich gewann durch Blut und Klinge. Ich wurde Ritaka und blickte nie zurück. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass Verscharf ihr geholfen hat. Der leider schon länger tot ist seit der Gesandtschaft, aber naja. Der wurde ja auch ein Tenakt und war halt vorher ein Karja. Keine Reue? Du warst bereit, dich zu verkleiden, um in der Karja-Armee dienen zu können. Vermisst du gar nicht, Karja zu sein? Nein. Die roten Raubzüge haben mir gezeigt, dass die Karja ohne Ehre kämpfen. Als meine Kameraden und ich hier eingesperrt wurden, wussten wir, dass uns niemand suchen würde. Das hätte ich, wenn ich's gewusst hätte. Es ist besser so. Ich merkte, unter meiner Karja-Rüstung floss das Blut einer Tenakt. Okay. Die wollte halt nicht in ihr altes Leben zurück, weil Frauen halt nicht zur Armee gehen dürfen bei den Karja und dann... Komisch, dass Talana aber... Nee, die ist ja nicht bei der Armee, die ist bei der Jägerloge, aber trotzdem, Jägerloge kommt militärischen Sachen doch schon sehr nah. Aber vielleicht war das ihr nicht genug. Die wollte wirklich bei der Armee dabei sein. Und dann wurde sie jetzt wieder gefangen? Und wie kam es, dass du als Tenakt wieder als Gefangene hier gelandet bist? Mein Trupp hatte Befehl, die Fäulnis von Regalas Rebellen zurückzuholen. Wir scheiterten. Bei so viel Hass von Regala für die Karja überrascht es mich, dass man dich am Leben ließ. Du hast recht. Hätten sie es gewusst, wäre ich tot. Doch nur wenige Tenakt wissen noch, wer ich einst war. Was jetzt? Was hast du jetzt vor? Ihr habt die Fäulnis zurückerobert. Und mein Trupp sorgt dafür, dass das so bleibt. Und das war's?
Nach allem, was wir durchgemacht haben? Das ist der Abschied? Es muss sein. Mein Platz wird immer hier sein. Und dein Platz ist im Osten. Tut mir leid, dass du gelitten hast. Du hast nicht verdient, was dir die letzten 5 Jahre gebracht haben. Ich sorge dafür, dass ihr das Tiefland sicher verlassen könnt. Betrachtet das als Nessas letztes Lebwohl. Jetzt weißt du zumindest die Wahrheit. Irgendwie schmerzt das mehr. Du denkst bestimmt, ich bin ein Idiot. Nein, nur dass du dir über vieles klar werden musst. Ich bring dich zurück ins Sonnenreich. Und dann... ich weiß nicht. Talana, ich... verstehe. Tut mir leid, dass das passiert ist. Mir auch. Gib mir und Ella einen Moment. Alles in Ordnung? Um ehrlich zu sein? Nein. Was geschieht jetzt mit euch beiden? Keine Ahnung. Er muss sich wohl über all die Gefühle klar werden. Und ich werde niemandes zweite Wahl sein. Ich möchte dir das hier geben, weil du zu mir gestanden hast. Kein Habicht kann eine bessere Drossel haben. Oder eine bessere Freundin. Also, das war's dann wohl. Du gehst zurück nach Osten. Ich denke, ich bleibe noch etwas in Fahrlicht, bevor ich nach Meridian zurückkehre. Wenn ich deinen Weg dorthin führen sollte, besuch mich. Werde ich. Gute Reise, Talana. Blitzjägerbogen. Ich sollte sie besuchen, wenn ich das nächste Mal in Fahrlicht bin. Sie scheint eine starke Schulter zu brauchen. Sollen die besuchen gehen? Weil das nächste Mal erfahrlicht sind. Warum? Hat sie noch was für uns? Hat sie noch eine Mission? Das war ein Jägerbogen, ne? Mit Elektrizität und das andere dürfte... Löschwasser sein. Boah, perfekt. Besser als der hier. Könnten wir das wegnehmen? Ist die Frage, was schmeißen wir dafür raus, ne? Wobei der Scharfschussbogen, ne? Braucht man 9. Den will ich ungern wegmachen, weil der hat halt diese starken Abriss. Ne? 281, das sollte man nicht unterschätzen, wenn die treffen. Allerdings Stolperfalle benutzen wir nicht wirklich im Moment jedenfalls. Deswegen packen wir hier noch Jägerbogen rein, der ja ungefähr denselben Effekt hat wie eine Stolperfalle. Und packen da mal ordentlich Schaden drauf, würde ich sagen. Ja, Elektrizität auf jeden Fall. Erhöht den im Konzentrationsmodus verursachten Schaden. Zielgeschwindigkeit. Spannend Schaden. Da wäre ich schon eher bei Zielgeschwindigkeit. So, der muss aber auch erstmal aufgewertet werden, dann demnächst. Die behalte ich als Vorrat. Aber sehr gut, dann haben wir die schon mal erledigt. Könnten wir jetzt eigentlich noch Maschinenrennen machen, ne? Oder? Habt ihr Lust? Ja? Ich habe auch Lust auf Maschinenrennen, ne? Was ist das denn? So, die übernehmen jetzt hier. Alles klar. Moment, dann nehmen wir das aber noch mit da. So. Das ist wieder so eine Languste.
Oder Hummer. Schillernder Hummerpanzer. Sollte man mitnehmen. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Datenpaket hier. Datenpunkt. Was? Beschwerdestelle? Text, Datenpunkte, Welt, Textprotokoll, Datenbeschädigung, schwer. 28. März 2049. Zimmer 106. Regelrechte Knäule von Hundehaaren, die im Pool herumschwimmen. Das fünfte Mal diese Woche. Mrs. Ketra wäre fast daran erstickt. Blind wie sie ist. Ich schwöre, das sind diese Typen aus Zimmer 106. Ich habe das Gebell gehört. Und wenn die nochmal behaupten, dass das Menschenhaare sind, werde ich... Hä? 21. Mai 2049? Lärmbeschwerde. Daten beschädigt. Die Wände sind hier wirklich dünn, Mann. Also, ich find's okay. Stress rauslassen und so. Aber vielleicht nicht so laut, dass man aus den Ohren blutet. Besonders, weil dein Geschmack echt speziell ist, ja? 7. Juli 2049. Geruchsbelästigung. Daten beschädigt. Jeden Morgen. Lieferwagen fahren das Lager an und dann strömt direkt dieser Gestank raus. Letztendlich stinkt jedes Zimmer wie ein Abfalleimer bei einer Veganer-Party. Man könnte hier Leichen abladen und niemand würde es merken. Jetzt. Okay, war wohl Hotelsiedlung vielleicht hier? Oder ähnliches? Oder vielleicht so ein Dörfchen in der alten Welt? Da hinten sind noch Sachen. Gesundheit. Da hat einer voll abgenießt, ey. Oder abgenossen. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Sehr schön. Hier ist noch eine große Truhe. Da ist noch was. Sehr, sehr gut. Okay, doch. Ja, Todbringergewehr, ja. Haben wir viele gehabt. Direkt hier? Ah, okay. Die zwei gibt es und wenn wir den dann einmal verstärken. Wenigstens haben wir jetzt mal Schockpfeile, anstatt den Schock immer aus anderen Sachen da zu machen. Finde ich richtig gut. So, hat er das Rennen jetzt wieder nicht genommen, oder was? Jetzt schon. Dann machen wir noch einmal Maschinenrennen, ja, und gucken dann mal, was wir da gewinnen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass Talana jetzt endlich mal Ruhe hat. Aber wie gesagt, vielleicht sollten wir ja doch mal irgendwann nach Fahrlicht noch mal zurückkehren. Dann sind wir ja einmal wegen den Beuteverträgen, ja, wegen Keruf. Aber vielleicht hat Talana noch das ein oder andere für uns. Und Amadis haben wir jetzt endlich mal kennengelernt. Sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus, der Typ. Ja. Ist jetzt nicht hässlich. Also kann ich schon verstehen, oder ich denke mal, können wir verstehen, dass er, ja,
Interesse an Talana hat und Talana halt an ihm. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen frech von Nessa, oder wie sie sich jetzt nennt, als Tenakt Retaka, dass sie noch nicht mal ein Lebenszeichen gegeben hat. Aber sie wollte halt komplett mit dem Leben abschließen. Und ja, wie ich ja eben schon in dem Gespräch da noch gesagt hatte, wahrscheinlich hat sie einfach für sich selbst schon entschieden, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, ich will komplett abschließen, ich will aber mit den militärischen Sachen zu tun haben. Und dann hat er das wahrscheinlich auch nicht ausgereicht mit den mit der Jägerloge, weil Talana ist ja auch eine Kaja und ist aber in der Jägerloge und hat dementsprechend schon irgendwas Militärisches an sich. Aber ja, das hat Nessa bzw. Retaka nicht gereicht. Und sie hat ja selber auch gesagt, in ihr schlummert irgendwie eine Art Tenakt sowieso im Herzen. Gehören alle euch, oder was? Okay. Ja, wir haben jetzt keine besonders schnelle Maschine, ne? Aber vielleicht kommen wir ja doch mit dem Dornrücken klar. Gucken wir mal. Josek? Konntest nicht widerstehen, oder? Ich dachte, ich sehe mal nach euch. Aha. Er rannte mal gegen einen Schlachtrücken um die Wette. Nur zum Spaß. Meinst du, deshalb trägt er die Masken? Wegen der Norden? Wovon reden denn alle? Rotzahn ist noch nicht da, um die neue Strecke zu testen. Vielleicht fürchtet er, auf dieser zu verlieren. Irgendwann verlässt ihn sein Glück. Und dann zwinge ich ihn, mir zu zeigen, was unter der Maske steckt. Ihr habt noch nie gesehen, wie er aussieht. Den letzten, der das versucht hat, hat er so vermöbelt, dass er nicht mehr ganz richtig tickt. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Mich kümmert's nicht. Es zählt nur das, was man auf der Strecke leistet. Okay. Erstmal beginnen wir das Rennen ohne ihn. Josek, sorgt dafür, dass sie eine Maschine bekommt. Dankeschön. Klingt nach einer Herausforderung, gegen Rotzahn anzutreten. Klar, als trete er gegen Grünschnäbel an. Also, bist du jetzt dabei? Grünschnäbel? Wir haben vor Brennspeer haben wir schon bei einem Rennen teilgenommen und da haben wir allen ziemlich den Arsch versohlt, würde ich mal sagen. Da sind wir ziemlich weit vorne gewesen. Erster geworden, mit Abstand. Von wegen Grünschnäbel. Der hat gar keine Ahnung. So, auf geht's. Legen wir los. So, man darf ja andere abschießen. Gehe ich mal stark von aus. Das hat irgendwie was von einem Kartrennen, ne? Außer halt auf Maschinen. So. Dann mal los. Überraschung! Ja, hat er nicht mitgerechnet, ne? Genau, damit kann man sich Tempo holen. Erholen. Haut doch mal ab. Ich hol dich von den Beinen. Verzieh dich jetzt. Wehe, mir schießt noch einer ab. Na also, die hat gefressen. So, dann holen wir den jetzt auch noch. Nein. Das hat nicht gereicht. Natürlich hat das nicht gereicht.
So, weg mit dir. Tschüss. Oh. Ihr Ärsche. Verzieh dich jetzt. So, mich kriegt eh keiner hier vorne. Ihr könnt schießen, wie ihr wollt. Ich renne euch jetzt davon. Wie lang ist die Strecke eigentlich? Ach, hier geht's runter zum Strand. Ist schon vorbei dann. Jawohl. So, erstmal Boost holen. Na, genau dann kriege ich einen rein von denen. Ist ja klar. Ja, ist doch gut. Nein. So, schön Boost mitnehmen, genau. So, da nehmen wir auch nochmal Boost mit, denn wir haben noch Elektropfeile. Komm schon. Vorsicht. Natürlich trifft die. Kommando zurück. Boah. Dein Ernst? Zieh dich. Okay. Ah, sehr gut, Schockmine. So. Einmal daneben. Na komm. Ah, langsam hier vorbei sein. Na also. Das ist der Sieg. Also ich mag die. Ich mag nicht die Maschinen. Nicht für einen Grünschnabel, was? Ich glaube, du hast eine Chance gegen Rotzahn zu gewinnen, sofern ich es nicht vor dir schaffe. Dann versuch's doch. Ja, Max meinte, er hätte eine neue Strecke entdeckt im Himmelsklan-Gebiet östlich vom Bollwerk. Du solltest sie ausprobieren. Mm-hmm. Für meinen Sieg gegen Rotzahn kann ich auch mit einem echten Reiter trainieren. Mal sehen. Wenn ich in der Gegend bin, vielleicht. Ja. Ich schärfe schon mal meine Pfeile. Mach das. Wenn wir in der Gegend sind, nehmen wir das auch noch auseinander. Das Rennen. So. Sehr schön. Also wenn wir keinen Krallenschreiter hatten oder so, dann kriegen wir automatisch hier so einen Stürmer, weil mit einem Dornrücken wäre natürlich unfair, weil wir langsamer sind. Schön, dass das Spiel daran gedacht hat. Beziehungsweise die Entwickler bei der Mission hier. Gut. Östlich vom Bollwerk. Östlich vom Bollwerk. Da. Ist aber nicht östlich, ist ein bisschen westlich. Ihr Hohlköpfe. Was habt ihr für eine Karte? Das ist westlich hier. Das ist nicht östlich. Mein Gott. Also Karten lesen können die Tenakt manchmal auch nicht. So. Hier ist auf jeden Fall das nächste Rennen. Ja, das können wir auf jeden Fall dann auch mal in Angriff nehmen. Gut, jetzt haben wir leider die Brutstätte nicht geschafft. Ist aber nicht schlimm. Nehmen wir uns beim nächsten Mal dann vor. So, ich hoffe, dass wir mir hier so ein... Doch, wir haben ein Lagerfeuer. Hinter uns. Voll die Hohlköpfe, ey. Ist östlich.
suchst du erstmal östlich. Könnte das Fragezeichen sein? Ey, ist ja eine Quest. Ist doch Westen. Dann sagst du nordwestlich oder so, aber doch nicht östlich. Man merkt, ne? Die Tenakti konzentrieren sich mehr aufs Kämpfen als aufs Navigieren oder irgendwas. Erdkunde haben die nicht gehabt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Jedes Volk hat ja so seine eigenen Sachen, ne? Ich meine, die Utaro, die sind sehr heilbegabt, ne? Sie können sehr gut heilen und alles. Deswegen, jedem das seine. So, ich speichere aber erstmal hier ab. Na, machen wir hier mal einen Cut. Man, viel erlebt haben wir. Talana haben wir geholfen, Amadis haben wir geholfen, Maschinenrennen war auch noch mit drin. Also, alles richtig gemacht. Und einen neuen Bogen haben wir noch gekriegt. Jetzt haben wir endlich mal Elektropfeile, die wir verschießen können, Freunde. Das freut mich am meisten. Wobei die Stolperfallen sind nicht schlecht, aber mal eine Maschine dazu zu kriegen, dass die da reinläuft. Schwierig. Schwierig. Die meisten Maschinen sind jetzt schon sehr schlau, gegen die wir halt kämpfen. Beziehungsweise, was heißt schlau? Sehr anspruchsvoll. Ja, in ihren Fähigkeiten, die die halt haben. Manche jumpen halt 3 Meter nach da und die einen überspringen einfach alles und machen sämtliche Berge kaputt, ja, die da, oder Hügel. Berge jetzt nicht, aber Hügel auf jeden Fall. Steinhügel. Ist schon sehr anstrengend. Gut. Ich mache hier aber erst einen Cut und sag damit, so Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von Horizon Forbidden West und sehen uns dann im nächsten direkt wieder. Da werde ich mir dann eventuell die Brutstätte vornehmen und auf jeden Fall die Siedlung erkunden, denn die haben wir jetzt immer noch nicht erkundet, da wir mit Talana vor der Siedlung gesprochen haben. Und ja, die wollte auch nicht irgendwie in die Siedlung rein. Bin ich sehr gespannt, wer da noch kommt, ob das wirklich die große Siedlung, sag ich mal, von dem Tiefland-Clan ist, weil eine große Siedlung von denen haben wir jetzt noch nicht gesehen, außer die Rebellenlager, die wir dann für die zurückerobert haben. Okay, das soll es aber dann erstmal gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao!